Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Mobile Video. Heute möchte ich euch das Perk-System näher bringen. Ursprünglich hatte man tatsächlich gedacht, dass diese Perks nur für den Team Deathmatch Modus gelten. Allerdings gibt es einen Perk-Tree, den schalten wir erst später frei. Also wer sich jetzt wundert, Mensch, ich habe das noch gar nicht gesehen, keine Ahnung, wo das ist. Bei mir wurde das erst nach wenigen Spielen freigeschaltet. Ich glaube, nach der vierten Runde oder so lief es bei mir. Da kam dann die Einleitung für das Perk-System. Diese Perks gelten für den Battle Royale-Modus. Es steht aber nicht geschrieben, ob die für alle Modi gelten. Diese Perks sind alle nicht mega overpowered, aber sehr interessant. Das ist auf jeden Fall eine Neuerung, auf die ich richtig Bock habe. Und ich könnte mir vorstellen, im Original Apex Legends Spiel Konsole PC wäre das auch eine coole Neuerung. Wer die mobile Version feiert, das Perk-System geil findet, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich möchte euch das Perk-System anhand von Octane jetzt ein bisschen näher bringen, weil ich mit dem schon ein bisschen was erreicht habe und deswegen ein paar Octane-Token freigeschaltet habe. Die brauchen wir nämlich, um die einzelnen Perks freizuschalten. Und ich werde jetzt Stück für Stück, ich versuche das jeden Tag ein neues Video über das Perk-System rauszuhauen. Ich zeige euch heute, wie es funktioniert, zeige euch die einzelnen Perks für Octane. Danach gibt es das nächste Perk-Video für Wraith, Pathfinder und so weiter. Wirklich kurz und knapp nur die Perks, heute ein bisschen detaillierter, damit ihr wisst, wie das Perk-System funktioniert. Wir sind im Hauptmenü, wie gesagt, nach ungefähr 4 Spielen wird das freigeschaltet. Da werdet ihr in das Legendensystem, hier unten, ihr seht den Mauszeiger, ich steuere das gerade über den PC, geht ihr auf die Legende. Und dann ist natürlich top, am besten mache ich die Kamera weg, sonst seht ihr das nicht richtig. Zack, geht ihr hier auf Details. Oh, ich bin auf dem Desktop, ich Trottel. So funktioniert das. Und wenn ihr hier drauf gedrückt habt, habt ihr hier die Vorteile. Hier zu Englisch würde hier Perks stehen, Finisher und Skills. Wir haben 3 verschiedene Perk-Arten. Einmal für die taktische Fähigkeit, Finisher, und hier sind noch andere Fähigkeiten. Die sind stärker. Also es gibt Stufe Blau, Stufe Lila, Stufe Rot. Und wir brauchen, das zeige ich euch hier oben rechts, jede Legende hat Token. Octane hat Octane-Token, Bloodhound hat Bloodhound-Token und wir spielen diese Token frei, indem wir diese Legende, für die wir die Perks freispielen wollen, aktiv spielen, Wins holen und so weiter. Level-Fortschritt halt. Ihr müsst eure Legende leveln. Ist relativ simpel. Jetzt zeige ich euch die Perks. Gehst du drauf, du kannst von jeder Art von den Perks nur eins ausrüsten, für die Finisher einen gewissen Perk nur ausrüsten und für die Fähigkeiten hier unten nur einen gewissen Perk freischalten. Jetzt gehe ich einfach mal auf Freischalten, damit ihr den Skill Tree seht. Der obere Skill Tree, seht ihr hier, wo ich die Maus lang gehe, ist, ich lese einfach mal vor, was es alles für schöne Perks gibt. Der Standard-Perk wäre Chess-Augmentierung. Wenn du das ausgerüstet hast, ist der Einsatz einer Spritze betroffen. Ihr bekommt 10 Gesundheit, also 10 Lebenspunkte mehr pro Spritze, die ihr euch reinballert. Wie ihr seht, ist das bei mir, Moment, jetzt bin ich zu weit rausgegangen, ist das bei mir schon freigeschaltet. Und ihr seht hier, für den ersten Perk Baum gibt es diese 3 Perks freizuschalten. Dann für die Finisher gibt es 3 verschiedene und für die Fähigkeiten 3 verschiedene. Ich zeige euch aber das anhand des Skill Trees, weil es noch ein paar mehr Sachen aus dem Skill Tree freizuschalten gibt und das sieht man dann hier nicht. Hier kann man die Sachen ablegen oder eben benutzen, erfolgreich ausgerüstet. Ihr bekommt noch ein Feedback. Ich gehe hier wieder auf Freischalten, damit wir den Skill Tree sehen. Wie gesagt, das wäre der erste Perk. Dann haben wir Kampfanpassung, ist bei mir ausgerüstet. Und natürlich Perk für Perk kosten die Sachen mehr. Ihr seht es hier unten rechts, wir brauchen 3 Octane-Token, um diesen Perk freizuschalten. Hier brauchen wir zum Beispiel 5 und für das Emoji hier brauchen wir auch 5. Und hier haben wir noch ein Mittel-Tree, da kostet es wieder ein bisschen weniger. Hier 3, da kostet es 5.
Hier hat der erste, glaube ich, auch 3 oder 2 gekostet. Und dann werden die halt immer teurer. Und wir können ja die Perks nicht überspringen, wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt jetzt zum Beispiel diesen Vamanos-Perk haben hier oben. Könnt ihr den hier, den lilanen, nicht überspringen. Ihr müsst den in der Reihenfolge freischalten. Also in der Reihenfolge bleiben, ist klar. Wir fangen jetzt hier mit dem Vamanos-Perk an. Der Einsatz eines Finishers fügt der Stufe deines Evo-Schildes 100 Schaden hinzu. So könnt ihr quasi euer Evo-Schild pimpen. Das ist quasi von Anfang an nicht drin. Und ich überlege jetzt, ob es in der festen Apex Legends PC und Konsolenversion so ist. Wenn ich einen Gegner finische, bekomme ich ja auch 100 Damage auf meinen Damage Counter. Ob das jetzt 100 Schaden auf mein... Ich glaube nicht, dass das 100 Schaden auf mein Evo-Schild hochpimpt. Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube es nicht. Wir bekommen hier als nächstes eine Octane-Plakette. Müssen wir leider auch freischalten, können wir nicht überspringen. Kostet 2 Token. Dann haben wir hier oben den Vamanos. Wird deine Rüstung zerstört, bekommst du einen Geschwindigkeitsboost. Finde ich jetzt nicht schlecht. Wenn du im Trouble bist, kannst du gleich abhauen. Da gibt es ein Emoji, erleichtert ausatmen nennt sich dieser Emote. Wer nicht weiß, was diese Emotes bedeutet, die können wir in-game entweder für die Kommunikation der Teammates oder der Kommunikation der Gegner verwenden. Ich habe es aber noch nicht getestet. So, dann haben wir Jagdadrenalin. Hast du einen Geschwindigkeitsboost, wird die Nachladezeit verkürzt. Bei dem Perk ist es klar, wenn du dir zum Beispiel die Stim-Injektion raushaust, jetzt muss ich mal überlegen, dieser Geschwindigkeitsboost von diesem Perk kann damit nicht gemeint sein, denn wir können von der blauen Art logischerweise nur einen Perk aktivieren. Also funktioniert das mit dem Geschwindigkeitsboost natürlich nur auf deine Stim-Injektion. So, dann gehen wir den mittleren Tree kurz durch. Da sind wir wieder bei dem Octane. Bei der Plakette gehen wir hier weiter. Hier ist ein lilaner Perk. Magazin-Abonnement. Der Einsatz deines Finishers füllt die Munition deiner aktiven Waffe auf und erhöht 8 Sekunden lang das Nachladetempo. Wir spielen sogar Packs frei. Ab der Stufe müssen wir aber auch kaufen. Also wir müssen auf jeden Fall eine Weile unsere Legende spielen, bis wir den Skilltree komplett freigeschaltet haben. In der mittleren Reihe der letzte Perk zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der Einsatz deines Finishers erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 30 fette Prozent. Unterer Skilltree, rot, das ist quasi der letzte Skilltree. Hier kommt der Octane Express. Der Einsatz von Stim hebt alle Bewegungsmali auf und erhöht deine Klettergeschwindigkeit um 20%. Bewegungsmali bedeutet nichts anderes. Du wirst angeschossen oder bist in einem Explosionsradius. Du wirst verlangsamt. Wenn du deine Stim-Injektion reinknallst, wird das aufgehoben und du bist schnell wieder aus der ganzen Geschichte raus. Dann lauf wie auf Wolken. Du kannst nach dem Einsatz deines Sprungkissens ein weiteres Mal springen. Scheinbar geht der Doppelsprung, habe ich noch nicht getestet, bei der mobilen Version. Ich kenne wir ja von dem Jump Pad, kann ja jede Legende. Kopftreffer wäre wieder ein Emoji. Und die letzte Geschichte, Stunt-Modus. Stim kann ausgeschaltet werden, erhöht weiterhin die Geschwindigkeit und verursacht Schaden. Wird automatisch ausgeschaltet, wenn deine Gesundheit zu niedrig ist. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht reininterpretieren, was ich mit diesem Perk anstellen würde. Ich denke, ich habe zum Perk-System alles gesagt. Das Geile ist halt, das System ist ganz cool verknüpft. Wenn ihr hier nochmal auf die Details geht, könnt ihr von den Perks, könnt ihr in die Skins gehen. Ihr könnt rechts rüber wechseln, habt ihr eine Detailansicht und so weiter, Abzeichen ausrüsten und so weiter und so fort. Heute geht es aber nur um die Perks. Ich denke, das soll es kurz und knapp, zumindest für das Einführungsvideo für die Perks, gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass diese Perks wirklich, ich glaube, in jedem Modi tatsächlich verfügbar sind. Soweit ich aber weiß, gibt es nochmal extra Perks für Waffen, für den Team Death Modus. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Wenn es bei mir soweit ist und ich das freigeschaltet habe, gibt es natürlich wieder ein Video. Und vergesst nicht, es wird jetzt jeden Tag ein neues Video geben. Wraith, Bloodhound und Bangalore und so weiter. Da zeige ich wirklich nur die Perks. Die Erklärung hierfür lasse ich dann komplett außen vor. Das war's von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.